Das Beste und die Schlacht. Meine liebe Stammtischschwestern und Stammtischbrüder, die Kabarettprogramme meines ersten Gastes sind immer auch Gesellschaftspanoramen von subtiler Abgefeimtheit. So hält es auch mit seinem neuesten Werk, das wieder mit den unglaublichsten Typen aufwartet. Und er hat auch einen wieder hier dabei. Vorhang auf für Helmut Schleich. Ja, guten Abend. Guten Abend. Ich muss jetzt von meiner Seite auch einmal noch mal fragen, glauben Sie, dass das noch was wert mit der CSU? Hä? Eher nicht. Aber ich glaube, es gibt einen ganz speziellen Grund, warum es so weit gekommen ist. Ich weiß nicht, ob es mitgekommen ist. Schuld ist, glaube ich, der Beckstein insofern, als dass er damals, wo er Ministerpräsident geworden ist, diese Straußbüste aus dem Büro des Ministerpräsidenten hat entfernen lassen. Es war seine allererste Amtshandlung, die Straußbüste, die dem Stoiber 14 Jahre lang über die Schulter geschaut hat, okay, die ihm rhetorisch nicht immer ein guter Berater war, aber die ihn lange im Amt gehalten hat, die hat der Beckstein entfernen lassen, weil er gesagt hat, der Protestant kennt keinen Personenkult. Okay. Die Straußbüste haben sie jetzt gefunden. In einer geheimen Asservatenkammer in Wildbadkreuth. Und es ist sehr interessant, was diese Büste zum Zustand der CSU zu sagen hat. Meine Damen und Herren, Sie werden sich wundern, mich hier zu sehen. Ich selbst wundere mich am meisten. Aber mein Nachfolger, der sogenannte Ministerpräsident Beckstein, dieses evangelische Zigarettenbürschel, ist dabei, mein geliebtes Bayernland in einen Zustand der Agonie zu versetzen. Schon Luther war nicht in der Lage, 100 Thesen zu formulieren, ist bei 95 stecken geblieben. Der Protestant Beckstein schafft nicht einmal 3 unfallfreie Sätze. Meine Damen und Herren, meine Nachfolger, das sind farblose Pantoffelhelden. Schauen sich die Herren doch einmal an, die Herren Huber, Hermann und Hadertauer. Das ist überhaupt kein Herr, dafür kommt er aus Holstein, meine Damen und Herren. Das sind doch Figuren, deren geistiges Niveau so niedrig ist, dass der vertrocknete Schweiß in meinem Trachtenanzug einen höheren Intelligenzquotienten gehabt hat, meine Damen und Herren. Ich hatte Affären, Fieback, Spiegel, Stahlfeiter. Das System Strauß war eine globale Spätzlewirtschaft von Ost-Berlin bis Kapstadt. Das ist doch das Tragische an Figuren wie Huber und Beckstein, dass sie überhaupt keine Freunde mehr haben, mit denen sie eine Spätzlewirtschaft aufbauen könnten, meine Damen und Herren. Das hat doch bei Stoiber schon angefangen. Wie soll man denn Freunde finden, wenn man im Oktoberfest bestenfalls ins Milchzelt geht und sich vorher noch einen Tetrapack laktosefreien Ginkgosaft anzapft, meine Damen und Herren. Zu meiner Zeit hat man gefragt, wie kriegt man das bayerische Kabinett auf 0,8 Promille? Indem man ihm 3 Tage nichts zu trinken gibt. Ich bin wankend vor die Mikrofone getreten und die Republik hat mir zugehört. Zu meiner Zeit war die CSU ein Bierfass und ich war der Zapfhahn, meine Damen und Herren. Und heute wird diskutiert in der CSU wie unter Studenten und Kommunarden. Da ich führe ein Rauchverbot ein, dann gibt's Protesten, dann schaffen wir's wieder ab, meine Damen und Herren. Das ist keine Staatskunst, das ist die Paddelbootpolitik eines fränkischen Karpfenfischers auf Stimmenfang, meine Damen und Herren. Und da wird meine Damen und Herren, da wird der Transrapid nicht gebaut, weil er zu teuer ist. Wenn wir gefragt hätten, was der Rhein-Main-Donau-Kanal einmal kosten wird, da würden heute noch die Container aus aller Welt von alten Pferden in Nutzschalen über die Altmühl gezogen, meine Damen und Herren. Zu meiner Zeit wurde gebaut, egal ob mit Zwick, Zwack oder ganz ohne Zweck. Meine Damen und Herren, nach 20 Jahren Gruft wird man schon einmal fragen dürfen. Ich möchte feststellen, nach mir ist ein großer Flughafen benannt. Nach mir sind Komponisten benannt und Vögel. Da sei die Frage erlaubt, was wird nach Gestalten wie Huber, Beckstein oder auch Stoiber, meine Damen und Herren, dereinst einmal benannt werden?
ein Flughafen sicher nicht und auch kein Transrapid. Wenn Sie Glück haben, aber da müssen sehr viel Glück haben, diese Wichte, dann vielleicht eine Bushaltestelle zwischen Überkingen und Adelholzen. Ich danke Ihnen. Herr Steurer, der Retter der CDU, das glaube ich nicht. Ja. Das, oder überhaupt als Kanzlerkandidat, was? Es geht nicht. Nein. Der ist ja zu glatt, finde ich, der ist einfach zu glatt. Weißt, als Kanzler oder als Kanzlerkandidat, da brauchst du schon irgendwie ein Profil, eine Vergangenheit irgendwie, sonst hast du keine Zukunft, finde ich. Also ich glaube... Was war er denn, der Stoiber? Ne? Schüler, Student, Ministerpräsident, okay, dann hat er nicht einmal in der Uni studiert, sondern direkt beim Strauß, also... Was macht der Papst, hä? Ja, also nicht er, ich mache halt einen Papst. Und er freut sich natürlich, nicht wahr? Ich freue mich sehr, in Bayern sein zu können, nicht wahr, meine Damen und Herren? Und ich muss sagen, ich bin auch froh, zu sprechen, nicht wahr? Und richtig zu stellen, was mein Bruder aus Augsburg, der Bischof Mixer, was er, nicht wahr? Als er versucht hat, wo er falsch verstanden wurde, als er die Frauen herabgesetzt hat. Das liegt uns natürlich fern, die Frauen herabzusetzen. Ich möchte sogar so weit gehen und sagen, nichts liegt uns in der katholischen Kirche ferner als die Frauen. Nicht wahr? Also. Ich habe gehört, dass der Mixer so die Marienverehrung in einem Bistum Augsburg untersagt hat, weil das Kind sofort in die Krippe gelegt hat. Du hast so einen schönen Papstwitz mir mal erzählt da. Ja, da ist die österreichische Delegation beim Papst. Ja. Und sind schon fast fertig. Und dreht sich der Delegationsleiter nochmal um und sagt: Heiliger Vater, noch eines. Herzlichen Glückwunsch zum Namenstag. Aber heute ist doch gar nicht Benedikt. Nein, heute ist der 16. Das ist ja halt nicht nur bei der Post, das mit dem Service ist ja überall. Also ich war zum Beispiel, gehe ich neulich mal rein, so einen Coffeeshop da, San Francisco Coffee Company, da kannst du gar keinen Kaffee mehr trinken zum Beispiel. Da wollte ich einen Cappuccino und dann fragt mich die da am Tresen, da mit ihrem privatwirtschaftlichen Grinsen, fragt sie mich, welcher Geschmack? Ja, was soll das? Ja, wollen Sie Vanille, Apple Pie, Cranberry oder Krusty Crunch Cream? Ich hab dann gesagt Rindergulasch.